Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit der Folge reale Spannungs- und Stromquellen. Dabei schauen wir uns zunächst einmal diverse Typen von realen Spannungs- und Stromquellen an. Wir fangen an mit einer sogenannten linearen Spannungsquelle, schauen uns dann ein typisches Labornetzteil an, dann eine Photovoltaikzelle und zum Schluss üben wir ein klein wenig das Arbeiten mit Kennlinien. Eine typische reale Quelle habe ich jetzt hier einmal dargestellt und das heißt, im Leerlauf können wir an dieser Quelle die Ausgangsspannung messen, die diese Quelle normalerweise hat. Es fließt kein Strom und wie gesagt, wir messen dann die Spannung. Typischerweise ist das dann die größte Spannung, die wir dann so haben, die typischerweise auch die Nennspannung, obwohl das muss nicht sein. Auf jeden Fall ist diese Spannung die sogenannte Leerlaufspannung. Jetzt stellen wir uns vor, wir schließen an dieses Netzteil, an diese Quelle besser gesagt, einen Widerstand an, den wir auch verändern können. Und wir beginnen damit, dass wir den Widerstand zunächst einmal relativ groß machen, sodass also nicht besonders viel Strom fließt. Und trotzdem werden wir feststellen, dass die Spannung wahrscheinlich ein ganz klein bisschen kleiner ist als vorher. Das heißt, die Spannung nimmt ab. Wenn wir den Widerstand immer kleiner machen, das heißt, der Strom wird immer größer, dann stellen wir fest, okay, die Spannung nimmt weiter ab. Das heißt, irgendwann, ja, zu Anfang vielleicht noch nicht ganz so stark, aber je stärker der Strom aufgedreht wird, desto stärker ist dieser Effekt, dass die Spannung kleiner wird. Der Elektrotechniker spricht davon, die Spannung bricht zusammen. Und wenn wir einen Kurzschluss an dieser Quelle machen, dann stellen wir fest, dann fließt ein sehr hoher Strom, nämlich der sogenannte Kurzschlussstrom. Und bei einem idealen Kurzschluss können wir keine Spannung messen, denn ein idealer Kurzschluss hat einen Widerstand von 0. Und dann ist tatsächlich die Spannung ebenfalls 0. Ja, wenn wir dieses Experiment uns einmal erklären, so können wir eine Erklärung finden, indem wir sagen, diese Quelle betrachten wir mit einer Kombination von Grundelementen, nämlich einer idealen Spannungsquelle mit einem Innenwiderstand in Serie zu dieser Quelle. Das habe ich jetzt hier tatsächlich als Schaltplan auch dargestellt. Ja, diese ideale Spannungsquelle, die in unserem Kasten drin sitzt, das ist die Quelle, die hat einen Spannungswert von unserer Leerlaufspannung. Denn, das sehen wir später, wenn die Klemmen offen sind und kein Strom fließt, dann haben wir an unserem Innenwiderstand auch keinen Spannungsabfall. Das heißt, bei Strom gleich 0 können wir an den Klemmen die Leerlaufspannung messen. Ja, dieser Innenwiderstand ist normalerweise linear, er ist hoffentlich möglichst klein für eine Spannungsquelle. Trotz allem müssen wir ihn berücksichtigen. Und jetzt schauen wir uns einmal ein Experiment an, wenn wir an diese Spannungsquelle oder an diese Anordnung den variablen Lastwiderstand anschließen, den wir auf der letzten Folie eben auch schon hatten. Ja, und dann schauen wir uns dann auch verschiedene extreme Fälle an, nämlich einmal den Fall, dass wir gar keinen Strom fließen haben, weil der Widerstand unendlich groß ist. Ne? Dann messen wir am Ausgang die Leerlaufspannung, sprich die Quellenspannung, wie ich ja gerade eben schon erläutert hatte. Wenn wir jetzt einen Kurzschluss machen und dieser Lastwiderstand hier tatsächlich komplett überbrückt ist und kurzgeschlossen ist, dann haben wir einen Stromkreis, der nur aus dieser internen Spannungsquelle, also aus der Quellenspannung,
besteht und dem Innenwiderstand. Und dann ist hier eine Verbindung, das heißt, wir haben nur diese zwei Elemente. Der Strom, der in diesem Kreis fließt, der wird bestimmt durch den Innenwiderstand. Das heißt, unser Kurzschlussstrom berechnet sich dann ganz einfach nach dem ohmschen Gesetz, ne? I gleich U durch R, in unserem Fall IK wie Kurzschlussstrom ist gleich UI, unsere Quellenspannung, geteilt durch den Innenwiderstand RI. Soweit so gut. Wenn wir uns jetzt einen irgendeinen Fall dazwischen anschauen, bei dem der Lastwiderstand irgendeinen Wert hat, so können wir dann die Spannungsteilerregel anwenden, die wir ja auch in einer der letzten Folgen kennengelernt haben. Schauen Sie einmal genau hin. Der Widerstand RI und der Widerstand RA sind praktisch in Serie geschaltet. Und über beiden Widerständen gemeinsam fällt die Spannung, die Quellenspannung ab, die Spannung UI. Sodass wir dann also als für die Spannung UA und unseren Widerstand RA die Gleichung für den Spannungsteiler ansetzen können. Es gilt UA geteilt durch UI gleich der Widerstand, der an der Spannung UA angeschlossen ist, das ist unser Widerstand RA, geteilt durch den Widerstand, der an unserer Quellenspannung UI angeschlossen ist. Und das ist die Summe aus beiden, also RA plus RI. Und wenn wir dann die Quellenspannung auf die andere Seite rüberziehen, dann bekommen wir die Gleichung, die hier steht, die Spannungsteilergleichung für die Ausgangsspannung in Abhängigkeit des Lastwiderstandes. Den Strom können wir dann auch mit ähnlichen Überlegungen nach dem ohmschen Gesetz ausrechnen. Wie schon eben gesagt, über der Serienschaltung von RI und RA fällt die gemeinsame Spannung, die Quellenspannung ab. Das heißt, wenn wir jetzt das ohmsche Gesetz anwenden, dann können wir diese beiden Widerstände als Serienschaltung zusammenfassen zu einem Widerstand. Und dieser Widerstand bestimmt dann praktisch den Stromfluss, wenn dieser Widerstand RA irgendeinen Wert hat. Sodass dann also wieder das ohmsche Gesetz anzuwenden ist, I gleich U durch R, wobei R dann eben die Serienschaltung dieser beiden Widerstände ist. Und so kommen wir dann zu der Gleichung, mit der wir dann den Ausgangsstrom in diesem Fall ausrechnen können. Das sieht jetzt noch relativ theoretisch aus. Das wird ein bisschen anschaulicher, wenn wir uns dieses Experiment entweder tatsächlich in Gedanken auf Papier, vielleicht mit Excel im Computer einmal machen. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Geben Sie einmal diese Gleichungen hier in eine Excel-Tabelle ein und wählen Sie einen beliebigen Wert für UI, vielleicht 10 Volt, ja, und lassen in einer Spalte den Widerstand RA von sehr groß bis sehr klein immer variieren und lassen dann einmal die Spannung UA und IA ausrechnen. Und dann bekommen Sie, das können Sie mal machen, und dann lassen Sie ein Diagramm zeichnen, wie auf der nächsten Folie. Sie können natürlich auch in einem Praktikumsversuch eine solche Kurve messen und diese Werte dann entsprechend eintragen und aufzeichnen. Aber wahrscheinlich haben Sie zu Hause nicht die Möglichkeiten, aber Excel oder eine andere Tabellenkalkulation haben Sie mit Sicherheit zur Verfügung. Drücken Sie jetzt einmal die Stopptaste und programmieren Sie in Ihrer Lieblingstabellenkalkulation das, was ich gerade vorgeschlagen habe. So, ich hoffe, Sie haben das geschafft. Wir schauen mal gemeinsam, wie das am Ende aussieht. Und zwar tragen Sie einmal die Ergebnisse, die Sie haben, auf der X-Achse den Ausgangsstrom und auf der Y-Achse die Ausgangsspannung ein und lassen dann davon ein Diagramm zeichnen. Haben Sie es?
Wir schauen jetzt einmal gemeinsam an, was dabei herauskommt. Wir haben vielleicht jetzt schon die ganze Kurve, aber wir gucken uns jetzt einmal Stück für Stück an, was da rauskommen müsste. Und zwar fangen wir mit dem Fall an, mit dem Leerlauffall. Das heißt, Ausgangsstrom I ist gleich 0. Die Spannung, die wir haben, das ist die innere Spannung, ja, das ist also die Quellenspannung, UI. Das heißt, den Punkt können wir auf jeden Fall schon mal eintragen und der müsste dann in Ihrem Diagramm tatsächlich auch vorkommen. Ja, wenn wir jetzt den nächsten Fall rechnen, wir schließen einen Widerstand an, der noch relativ groß ist, dann sehen Sie, was ich eben mit Worten erläutert habe, die Spannung wird geringer und wir haben natürlich jetzt hier einen gewissen Stromfluss. So, in diesem Punkt können Sie jetzt hier schon mit der Spannungsteilerregel ausrechnen. Wenn wir jetzt einen Punkt nehmen, bei dem der Widerstand vergleichsweise klein ist wie hier, dann sehen Sie, ist die Spannung schon deutlich zusammengebrochen und wir haben einen relativ hohen Strom. Und wenn wir dann am Ende noch den Kurzschlussstrom eintragen, dann sind wir hier unten auf der Achse gelandet, denn die Ausgangsspannung ist dann gleich 0 und der Ausgangsstrom hat dann den Wert vom Kurzschlussstrom. Mehr Strom kann diese Quelle nicht liefern. Definitiv nicht. So, und wenn Sie alles richtig gemacht haben, dann werden Sie feststellen, das Verhalten, was Sie hier haben, lässt sich mit einer Gerade in diesem Diagramm darstellen. Eine Gerade, die bei Strom gleich 0 die Leerlaufspannung oder die Quellenspannung hat, die bei Spannung 0 den Kurzschlussstrom hat und die diese beiden Punkte praktisch mit einer Geraden verbindet. Das heißt, wenn Sie die Kennlinie einer solchen linearen Spannungsquelle ermitteln wollen, reicht es eigentlich, wenn Sie die Spannung im Leerlauf und den Kurzschlussstrom ausrechnen und schon wissen Sie Bescheid. Leider haben Sie nicht immer die Möglichkeit, entweder die Leerlaufspannung noch häufiger den Kurzschlussstrom zu bestimmen. Also den Kurzschlussstrom, den kann man oft nicht bestimmen, weil manche Quellen eben einfach nicht kurz geschlossen werden dürfen. Die würden dann davon kaputt gehen. Das heißt, man müsste dann also tatsächlich hergehen und diese Geradengleichung ermitteln, indem man zwei beliebige Punkte auf dieser Gerade dann verwendet. Und Sie haben ja in Mathematik hoffentlich entweder in der Schule oder vielleicht auch in Ihrem Mathematikkurs verschiedene Methoden kennengelernt, wie man eine Geradengleichung mit Hilfe von zwei Punkten entwickeln kann. Einen Tipp kann ich Ihnen allerdings jetzt geben. Ich weiß nicht mehr auswendig, ob ich das hier in dem Bild auch schon dargestellt habe. Das habe ich noch nicht. Den Tipp gebe ich Ihnen jetzt so mit. Die Steigung, die diese Gerade hier hat, die entspricht genau dem Innenwiderstand unserer Stromquelle. Das kann man eigentlich schon sehen. Wenn Sie nämlich die Steigung sehen, das ist ja gerade hier die Spannung geteilt durch den Strom, also U durch I. Ja, und wenn Sie jetzt hier von den Eckpunkten, nämlich Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom, ausgehen, ja, so können Sie mit diesen Punkten sehen, dass die Steigung hier exaktemang dem Innenwiderstand UI durch IK entspricht. Und das können Sie auch an jedem beliebigen anderen zwei Punkten in dieser Gerade nutzen. Das heißt, wenn Sie also zwei Punkte auf dieser Gerade haben, die Steigung zwischen diesen beiden Punkten, also das Delta U durch das Delta I, das ergibt immer den Innenwiderstand. Eine andere Fragestellung, die sich bei Spannungsquellen schon mal ergibt, ist, wie viel Leistung kann die Quelle liefern? Wir hatten ja gelernt, der maximale Strom, den die liefern können, entspricht dem Kurzschlussstrom. Welche maximale Leistung kann die Quelle jetzt liefern? Sie können im ersten Moment denken, das ist vielleicht die Leerlaufspannung mal dem Kurzschlussstrom, aber Achtung, das ist es nicht. Wir schauen uns jetzt nämlich mal genauer an, wie
die Leistung ist, die diese Quelle nach außen hin abgibt. Und zwar schauen wir uns dann weiterhin das Ganze an, anhand der Kennlinie, die wir gerade kennengelernt haben. So, und diese Kennlinie startet hier im Leerlauf, endet hier unten im Kurzschluss und der Widerstand, der wird ja variiert, wenn wir auf dieser Kennlinie hin und her wandern. So, und jetzt können wir parallel dazu zum Ausgangsstrom nochmal die Gerade eintragen für den Ausgangsstrom und die dann eben, Moment, das war jetzt noch zu schnell, und ebenfalls eintragen, sodass wir eben die beiden Kenngrößen für die Leistung haben. Wir erinnern uns, die Leistung P ist U mal I. Und in unserem Fall ist U die Spannung am angeschlossenen Lastwiderstand RA und der Strom, der durch diesen Widerstand fließt. Beides haben wir jetzt hier als Kurven, in dem Fall konkret als Geraden, einmal dargestellt. So, und jetzt zeichnen wir einmal auf, wie groß ist die Leistung, wenn jetzt hier der Ausgangsstrom einen bestimmten Wert hat. Und dann können wir einfach rechnen, P ist U mal I und können das auftragen und wir stellen fest, wir bekommen diese blaue Kurve. Das ist eine Parabel. Wie kommt das? Ganz einfach. Im Leerlauf, wenn die Klemmen offen sind, ist offensichtlich, dass die Spannungsquelle keine Leistung abgibt, denn es fließt ja kein Strom. So weit, so gut. Und die Leistung steigt, wenn mehr Strom aus der Quelle hinausfließt, logischerweise. Ne? Aber wir müssen berücksichtigen, dass die Spannung ja ein wenig einbricht oder ein wenig mehr. Das heißt also, obwohl der Strom, der Ausgangsstrom steigt, immer größer wird, nimmt die Leistung nicht linear zu, weil die Spannung nämlich abnimmt. Das heißt, wir bekommen also hier, daran kann man schon sehen, dass wir eben nicht eine lineare Steigung haben, sondern U mal I entsprechend eine solche Parabel ergeben könnte. Jetzt schauen wir uns das entgegengesetzte Ende unserer Kennlinien einmal an, nämlich hier beim Kurzschluss. Beim Kurzschluss ist die Ausgangsspannung gleich 0. Und die abgegebene Leistung ist dann P gleich U mal I gleich 0, weil die Spannung 0 ist. Das widerspricht so ein klein wenig dem, was man in der Praxis so lernt, bei dem nämlich ein Kurzschluss ein Riesengebratzel und Gebritzel ist. Und man sollte meinen, dass bei einem Kurzschluss möglichst viel Leistung verbraten wird. Das liegt daran, dass wir in der Praxis meistens keine vollkommenen Kurzschlüsse haben, sondern tatsächlich immer noch ein gewisser Restwiderstand übrig bleibt, der dafür sorgt, dass wir so ein Gebritzel und Gebratzel bekommen. Wenn wir einen richtig geilen, fetten, guten, echten Kurzschluss hinkriechten, dann würde an dieser Kurzschlussstelle nichts an Leistung verbraten. Das heißt, ein echter Kurzschluss bedeutet, es wird keine Leistung übertragen. Es kann natürlich schon sein, dass dann innerhalb der Quelle im Innenwiderstand jede Menge Verlustleistung verbraten wird. Das Netzteil oder was auch immer, oder die Batterie vielleicht sogar, extrem heiß wird. Aber davon ist hier nicht die Rede. Hier geht es darum, was ist außerhalb der Klemmen passiert. Und wenn Sie eine Batterie kurz schließen, so liefert sie nach außen hin keine Leistung. Merken Sie sich das. So, das heißt, wir haben jetzt hier fetten Kurzschluss, richtig fetten, keine Leistung wird geliefert. So, und jetzt machen wir Folgendes, jetzt machen wir den Kurzschluss nicht mehr ganz so gut. Jetzt geht das Gebritzel und Gebratzel los, sozusagen. Das heißt, hier in dem Fall bekommen wir eine zusätzliche Spannung, das heißt, es entsteht Leistung. Diese Leistung nimmt umso mehr zu, je größer dieser Widerstand wird, je größer die Spannung wird, die anliegt. Und mit zunehmender Spannung nimmt allerdings dann auch der Strom ab. So, das heißt, an dem einen Ende von unserer Leistungskurve nimmt die Leistung zu, wenn wir den Ausgangsstrom erhöhen. Am anderen Ende
nimmt die Leistung zu, wenn wir den Strom erniedrigen. So, alles zusammengenommen ergibt ja diese beiden Bereiche und die müssen sich irgendwo treffen. Und letzten Endes kann man das mathematisch zeigen, dadurch, dass diese Kurve hier eine Parabel ergibt. Das gebe ich Ihnen als Hausaufgabe auf, einmal nachzuweisen. Ich glaube, das würde etwas langweilig hier in der Vorlesung. Wichtig aber ist, dass diese Parabel logischerweise ein Maximum haben muss. Denn wenn wir hier auf 0 sind, hier auf 0 sind, in der Mitte geht es hoch, muss auch irgendwann wieder runtergehen. Das heißt, wir haben hier tatsächlich ein Maximum unserer Leistung, was diese Quelle abgeben kann. Und Sie sehen, dieses Maximum, mit dem wir gestartet waren, herauszufinden, wie viel Leistung kann die Quelle abliefern. Dieses Maximum, das liegt nicht hier beim Kurzschluss oder im Leerlauf, sondern genau auf halber Strecke. Das liegt genau da, wo die Ausgangsspannung auf die Hälfte abgesunken ist und wo der Strom den halben Kurzschlussstrom als Maß hat. Das heißt, an diesem Punkt bei halbem Kurzschlussstrom, bei halber Leerlaufspannung, dort bekommen wir die maximale Leistung, die unsere Quelle liefern kann. Und jetzt können wir mal ausrechnen, wie groß das ist. Maximale Leistung, ja, halber Leerlaufspannung mal halben Kurzschlussstrom macht insgesamt ein Viertel Leerlaufspannung mal Kurzschlussstrom. Also eine lineare Quelle liefert maximal ein Viertel Leerlaufstrom mal Kurzschlussstrom. Und dieser Punkt, der ist dort zu finden, wo die Leerlaufspannung genau auf die Hälfte abgesackt ist und wo der Strom am Ausgang genau dem halben Kurzschlussstrom entspricht. Und das ist genau der Fall, wenn der Lastwiderstand genauso groß ist wie der Innenwiderstand. Dann haben wir unseren Spannungsteiler genauso aufgeteilt, dass an jedem der beiden Widerstände genau die halbe Spannung abfällt. Genau das ist ja der Punkt, wo wir die maximale Leistung bekommen. Dieser Punkt nennt sich auch Leistungsanpassung. Und wir merken uns nochmal am Stück, Leistungsanpassung entsteht dann, wenn der Lastwiderstand genau dem Innenwiderstand entspricht und wenn die Leerlaufspannung genau wenn die Ausgangsspannung genau der halben Leerlaufspannung entspricht und der Strom dem halben Kurzschlussstrom. Insgesamt ergibt sich dann ein Viertel Leerlaufspannung mal Kurzschlussstrom als maximale Leistung, die diese Quelle liefern kann. So, das war jetzt eine lineare Quelle. Und diese Quellen, die beschreiben in erster Näherung sehr gut relativ viele tatsächlich technische Quellen. Zum Beispiel kann man damit in erster Näherung Batterien, man kann tatsächlich auch das Stromnetz damit in erster Näherung sehen, man kann einen Generator damit in erster Näherung abschätzen, was der liefern kann. Das heißt, diese lineare Quelle ist also eine sehr hilfreiche Darstellung, um eben reale Spannungs- oder Stromquellen zu beschreiben. In der Praxis gibt es durchaus auch deutliche Abweichungen davon und eins davon ist das Labornetzteil, bei dem nämlich die Ausgangsspannung regelrecht geregelt ist, durch Halbleiter entsprechend. Da ist also eine Schaltung drin, die dafür sorgt, dass wenn der Strom zunimmt, der Innenwiderstand innen drin sich entsprechend so ändert, dass die Spannung am Ausgang wieder konstant bleibt. Und ein Labornetzteil mit Strombegrenzung, ja, liefert tatsächlich innerhalb eines bestimmten Bereiches bis zu einem maximalen Strom tatsächlich eine sehr, sehr konstante Ausgangsspannung. Sie können im Datenblatt nachgucken, um wie viel diese Spannung denn tatsächlich dann noch schwankt. Hängt vielleicht auch von der Temperatur ab und wie viel Geld Sie für das Netzteil ausgegeben haben. Aber zunächst einmal können Sie davon ausgehen, die Spannung ist konstant. Bis zu einem bestimmten Ausgangsstrom. Und dann müssen Sie im Datenblatt nachgucken, was dann passiert.
Manche Netzteile schalten dann kurzerhand ab. Langweilig, aber na gut, nicht so besonders hilfreich. Bessere Labornetzteile, und das sind die, die wir meistens auch im Praktikum verwenden, machen dann Folgendes. Wenn ein maximaler Strom erreicht, dann sorgen sie dafür, dass der Strom nicht größer werden kann. Die regeln praktisch den Strom konstant. Sie verhalten sich dann also in diesem Bereich wie eine Stromquelle. Das heißt, die Spannung wird dann reduziert, damit nicht so viel Strom fließen kann. Das heißt, die Kennlinie knickt praktisch senkrecht ab hier nach unten. Das heißt, wir haben hier den Bereich, den sogenannten stromgeregelten Bereich. Und das Netzteil verhält sich dann tatsächlich in diesem Bereich wie eine Stromquelle. In dem ersten Bereich, von dem wir gesprochen haben, wo die Spannung konstant ist, das ist der spannungsgeregelte Bereich, dort ist die Spannung konstant. Und ein solches Netzteil kann man dann eben auch kurz schließen, ähnlich wie eben eine ideale Stromquelle. Und der Kurzschlussstrom, der ist dann eventuell auch einstellbar, genauso wie die Ausgangsspannung dann häufig einstellbar ist. Wie gesagt, ein solches Netzteil können Sie auch nutzen, um dann praktisch im stromgeregelten Bereich das Netzteil als Stromquelle zu benutzen und den Strom konstant zu halten. Vielleicht, um damit eine Batterie aufzuladen, als Beispiel. Ja. Der Innenwiderstand dieser Spannungsquelle ist nahezu null. Ja. Der Innenwiderstand von der Stromquellenbereich ist nahezu unendlich. Das hatten wir noch nicht gesagt, aber eine ideale Stromquelle hat einen nahezu unendlich großen Innenwiderstand. Die Leistung, die maximale Leistung, die dieses Netzteil liefern kann, schauen wir uns auch mal an, die ist einfach. Nämlich, die Leistung nimmt linear zu, wenn der Strom, wenn der Ausgangsstrom zunimmt. Solange die Spannung eben konstant bleibt, gilt eben P gleich U mal I. Und wenn I eben linear zunimmt, landen wir hier bei diesem Punkt. Und das wäre hier die maximale Leistung darstellt. Wenn wir jetzt weitergehen, würden wir jetzt hier auf dieser Linie hier wieder nach unten wandern. Das ist jetzt hier schlecht zu sehen. Das heißt, wenn wir also jetzt hier den Lastwiderstand noch kleiner machen, dann würde die Spannung entsprechend einbrechen, der Strom würde konstant bleiben und die Leistung würde sich entsprechend wieder reduzieren. Das heißt, wir haben auch hier ein Maximum für die Leistung, aber die entspricht bei dem Labornetzteil Leerlaufspannung mal Kurzschlussstrom. Wir landen tatsächlich hier oben rechts in der Ecke. So, schauen wir uns noch eine weitere reale Spannungsquelle an, nämlich die einer Photovoltaikzelle. Bei der Photovoltaikzelle müssen Sie darauf achten, ja, wird die Kennlinie üblicherweise angegeben mit der Spannung auf der horizontalen Achse und dem Strom auf der vertikalen. Wir hatten bisher die beiden beim realen Netzteil, bei der linearen Quelle ist genau andersrum. Das heißt, wir hatten den Strom auf der horizontalen Achse. Also achten Sie drauf, das macht einen kleinen Unterschied. So, und jetzt können wir an einer solchen Photovoltaikzelle denselben Versuch machen, den wir an der linearen Quelle gemacht haben, nämlich wir schließen einen Lastwiderstand an, verdrehen den Widerstand, messen Strom und Spannung und tragen es in diesem Diagramm auf. Und dann werden wir eine sogenannte Kennlinie dieser Photovoltaikzelle messen. Vielleicht ist es auch nicht nur eine Zelle, sondern vielleicht ein ganzes Photovoltaikmodul. Auf jeden Fall, die Kennlinie wird ähnlich aussehen wie hier dargestellt. Nämlich, wir fangen also in der Nähe hier beim Kurzschluss an, messen einen bestimmten Kurzschlussstrom und stellen fest, dass sich dieses Photovoltaikmodul über einen ziemlich weiten Bereich der Ausgangsspannung wie eine Stromquelle verhält. Und das zeichnet eben Photovoltaikzellen aus, dass sie zunächst einmal eigentlich wie Stromquellen arbeiten.
Und dann kommen wir hier in einen Bereich, bei dem dann eben der Strom dann stark abnimmt und die Spannung mehr oder weniger konstant bleibt. Aber die bleibt dann nicht so besonders gut konstant. Man sieht immer noch hier eine gewisse Steigung, sodass also jetzt hier nicht eine perfekte Spannungsquelle haben, sondern eben eine mit einem gewissen Innenwiderstand. So, diese Kurve würden wir jetzt hier für eine, ich sag mal, vielleicht für eine gute Beleuchtung bekommen, ja. Oder vielleicht wäre das jetzt hier auch die Standardbeleuchtungskurve, die bei genau einem Kilowatt pro Quadratmeter Beleuchtungsstärke mit Lichtspektrum der Sonne gemessen wird. Ja. Also alle erneuerbaren Energietechniker können sich das mal merken. Standardbedingungen, 1 Kilowatt Lichtleistung Sonnenspektrum auf einem Quadratmeter. Würde dann vielleicht diese Kurve ergeben als Beispiel. Und was man jetzt wissen muss, dass also Photovoltaikzellen und Fotodioden folgendermaßen reagieren, wenn das Licht abnimmt. Nämlich der Kurzschlussstrom, der nimmt deutlich ab und zwar proportional zur Helligkeit. Das heißt, der Kurzschlussstrom ist ein sehr gutes Maß dafür zu erkennen, wie hell ist es denn jetzt gerade, wie stark scheint die Sonne. Die Leerlaufspannung nimmt auch ein wenig ab, aber lange nicht proportional, sondern Gott weiß wie mit welcher Funktion. Die Physiker wissen das genauer. Ja. Wichtig ist, dass praktisch diese Kennlinie hier praktisch so herunterrutscht, dass der Kurzschlussstrom praktisch proportional zur Helligkeit abnimmt. Ja, und Sie sehen, die Form, die bleibt dann mehr oder weniger erhalten. In erster Näherung können Sie sogar die Leerlaufspannung als konstant annehmen. In zweiter Näherung vielleicht nicht mehr. Ja. So, welche Leistung kann die Photovoltaikzelle jetzt maximal liefern? Die Frage hatten wir uns ja schon bei den anderen realen Quellen gestellt. Und bei einer Photovoltaikzelle, bei einem Photovoltaikmodul ist das natürlich besonders interessant, weil wir da ja eben möglichst viel rausholen wollen. Und dazu müssen wir dann kurzerhand eben Strom mal Spannung für jeden dieser Punkte hier nehmen und miteinander multiplizieren. Und wenn man das mal dann macht, wenn die Kennlinie tatsächlich in Zahlenwerten vorliegt, dann bekommen Sie eine Kurve, die in etwa folgendermaßen aussieht. In dem Bereich, wo hier die Zelle nahezu als konstant Stromquelle wirkt, nimmt die Leistung mit zunehmender Ausgangsspannung linear zu. Hier hinten haben wir einen Bereich, der genau eine entgegengesetzte Steigung hat. Und es kommt, wie es kommen muss. Diese beiden Bereiche treffen sich irgendwo und es gibt ein Maximum. Leider ist diese Kurve, diese blaue Kurve der Ausgangsleistung, relativ schwierig als Formel darzustellen, vor allem wenn man die Beleuchtungsstärke mit berücksichtigen möchte. Das heißt, es ist nicht so einfach eine Parabel, sondern eine relativ komplizierte Funktion, die sich dabei ergibt. Nichtsdestotrotz hat sie ein Maximum und das ist der sogenannte Maximum PowerPoint. Dieser Maximum PowerPoint, das ist der Punkt bei dieser Spannung, bei diesem Strom, liefert die Photovoltaikzelle ihre höchste Leistung. Und der Trick ist, diese Leistung herauszukitzeln, indem Sie mit einem sogenannten Maximum PowerPoint Tracker versuchen, eben genau die Spannung und den Strom einzustellen, sodass sich genau dieser Arbeitspunkt ergibt. Und tatsächlich funktioniert das in der Praxis so, dass eben man sich so Stück für Stück hintastet, der Maximum PowerPoint Tracker verändert beispielsweise die Ausgangsspannung, misst, wie groß ist die Leistung, und wenn er feststellt, okay, die Leistung nimmt noch zu, erhöhe ich die Spannung, und wenn er feststellt, ich bin über den maximalen Punkt hinaus, und wenn ich die Spannung erhöhe, erniedrigt sich wieder die Leistung, ja, dann geht er wieder zurück, ja, und schwankt sich also praktisch iterativ auf diesen entsprechenden Punkt ein. Das ist in üblicher Weise in Wechselrichtern, in Photovoltaik-Wechselrichtern umgesetzt. Ja,
Die nächste Frage, die sich dann noch stellt, ist, wenn wir jetzt einen konkreten Fall haben für eine Photovoltaikzelle, meinetwegen eine Belastung anschließen wollen, die jetzt nicht gerade dem Maximum PowerPoint entspricht, dann können wir, ist natürlich nicht ganz einfach, da dann den entsprechenden Arbeitspunkt herauszufinden. Schauen wir uns das einmal an, wie wir das mit einem normalen Widerstand hinkriegen würden, mit einem linearen Widerstand. Und dazu schauen wir uns zunächst einmal die Kennlinie an. Kennlinie für einen Widerstand ist nichts Ungewöhnliches, das ist einfach eine Gerade. Das heißt, wenn wir auf der horizontalen Achse den Strom, auf der vertikalen die Spannung auftragen, dann ist praktisch der Widerstand als Gerade dargestellt. Das heißt, wenn wir Spannung oder den Strom am Widerstand variieren, wandern wir auf dieser Gerade entlang. Soweit so gut. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt praktisch mit der Kennlinie eines linearen Netzteils, einer linearen Quelle kombinieren, die wir eben schon kennengelernt haben, dann können wir diese beiden Kennlinien übereinander legen und wenn wir den Schnittpunkt hier betrachten, ja, dann können wir den Arbeitspunkt bekommen. Diese rote Kennlinie, die erhalten wir, indem wir den Widerstand variieren. Das heißt also, indem wir hier unterschiedliche geraden Linien anlegen würden. Die blaue Kurve, die erhalten wir, dass wir Strom und Spannung variieren. Beides zusammen in einem Diagramm ergibt genau den Punkt, der sich einstellt, wenn wir diesen Widerstand, der dieser Kennlinie entspricht, an die Quelle anschließen, die dieser Ausgangskennlinie entspricht. Das ist jetzt für eine lineare Quelle und einen linearen Widerstand, ich sag mal, mit Kanonen auf Spatzen geschossen, denn das könnten wir relativ bequem auch rechnerisch machen. Wir hatten ja auch schon den Spannungsteiler dazu hergeleitet, das heißt, diesen Arbeitspunkt für eine lineare Quelle können wir bequem selber ausrechnen. Das Ganze sieht aber anders aus, wenn die Ausgangskennlinie unserer Quelle eben nicht so eine schöne Gerade ist, sondern eine Kurve, die wir vielleicht nur im Datenblatt finden, weil sie da eben als gemessene Kurve existiert. Das heißt, wenn wir jetzt hier diese Ausgangskennlinie nehmen, die wir erhalten, indem wir den Lastwiderstand variieren, dann können wir herauskriegen, welchen Arbeitspunkt sich da einstellt, wenn wir einen bestimmten Widerstand anschließen. Und das können wir eigentlich vernünftigerweise tatsächlich nur grafisch machen, indem wir diese Widerstandskennlinie in dasselbe Diagramm eintragen und ähnlich wie in der vorherigen Folie den Arbeitspunkt ermitteln, indem wir den Schnittpunkt dieser beiden Kurven zeichnerisch ermitteln als Arbeitspunkt. Das geht sogar dann, wenn die Kennlinie für den Widerstand nicht linear ist. Solche Kennlinien werden wir in der nächsten Folge kennenlernen. Auch dann können wir diese beiden Kurven, nämlich die von unserer Photovoltaikzelle und die von unserem Widerstand, in ein Diagramm einzeichnen. Und der Schnittpunkt von beiden, der ergibt uns dann den Arbeitspunkt, also die Spannung, den Strom, der sich einstellt, wenn wir diese beiden Komponenten miteinander verbinden. Ja, damit möchte ich zum Schluss kommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.